Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum FC Carl Zeiss Jena auf den zweiten Tabellenplatz und wir neigen uns immer weiter dem Ende der Saison zu. Es sind noch 14 Spiele zu spielen und wir haben einen schönen Vorsprung auf diese Tabellenplätze. Fast schon 10 Punkte. Der liebe David Bodenk hat mir geschrieben, ich soll mal ein bisschen rotieren. Das werde ich jetzt auch machen. Da er sowieso verletzt ist, darf Niklas Jahn von Anfang an rein. Ja, Pakdioka kommt wieder rein für Obermeier, das ist klar. Aber Skanderovic hier. Itta muss wieder rein für Obermeier. Und Pakdioka kommt rein für Günther Schmidt. Und Oliver Schnitzler soll mal ein Spiel für Lino Kasten machen. Gegen wen lasse ich ihn spielen? Gegen Meppen oder... Ja, gegen Meppen. Schnitzler darf jetzt ein, zwei Spiele machen für Meppen. Das werde ich Ihnen auch gleich direkt nächstes Spiel sagen. Also ich werde noch Carsten drin lassen, damit er weiß, nächstes Spiel spielst du von Anfang an. Wenn wir mit ihm reden, werde ich ihm sagen, ach, nächstes Spiel darfst du von Anfang an spielen. Und dann sagt er sowas, ja, wird auch langsam Zeit. Ein Spieler mit meiner Klasse muss spielen, um sich zu verbessern. Alexander Prokopenko. Oh, das ist eigentlich voll der geile Name, ich schwöre. So. So. Ich muss noch nicht mal schneiden jetzt, ne? Ist mir gerade aufgefallen. Ja, das läuft ja perfekt bei dir, Niklas Jahn. Besser kann es nicht laufen. Du sollst spielen und verletzt dich direkt. Sehr, sehr nice, würde ich sagen. Besser kann es nicht laufen. Wirklich, ohne Witz. Besser kann es nicht laufen. So, Aytaç Zulu braucht eine Pause. Ja, Marandanov, Nersar kann spielen. Und wir gehen in die Spielergespräche. Wo ist der Schlüssel? Hier. Ah, im nächsten Spiel brauche ich den Topform. Ich kann Ihnen das gar nicht sagen. Ja, ich sage Ihnen einfach, ich brauche dich in Topform. Aytaç Zulu, ich gönne dir eine Pause, du bist müde. Stanese. Ah, Mikkels, du hast gut trainiert. Oh Gott, ey. Gib im Training alles. In letzter Zeit gab es viel zu tun, wie geht's dir eigentlich? René Eckert, alles Gute zum Geburtstag. David Etta, du hast gut trainiert. Niklas Jahn, du musst vor dem Tor cleverer werden. Manuel Miranda, herzlichen Glückwunsch zu deinem Jubiläumsspiel. Da erwartet auf jeden Fall nächste Saison viel Arbeit auf uns. Tillmann hat gut trainiert. Nico Hamann ist nicht verfügbar. Günther Schmidt hat auch gut trainiert. Und das war's. Schnitzler kommt rein, wie versprochen. Nicht Günther Schmidt, Schnitzler. Und ja, wir sehen uns dann gleich beim Spiel. So, natürlich das 3D-Spiel. Mit Schnitzler am Tor. Mal sehen, ob er es genauso gut macht wie Carsten. Das sehen wir ja gleich. Damit wären wir beim Spiel. Gegen den SV Meppen mit Schnitzler am Tor, wie schon gesagt. Und los geht's direkt. Mendler mit dem Ball zu Tillmann. Tillmann wieder zurück zu Taschenlahu, der wieder zu Tillmann. Der zu Mendler. Mendler jetzt mit dem Fehlpass. Puttkammer fängt ab. Ballmatt. So, Krämer jetzt. Krämer und... Okay. Das war sehr interessant. Schnitzler mit dem Abschluss. Pakdioka holt sich den. Taschenlahu mit dem Ball zu Mendler. Der verliert den Ball, aber Leugas jetzt einmal. Haut den Ball raus. In den Lauf von Piosek. Der passt weiter in den Lauf von Rahman. Der passt in die Mitte. Und Schor fault oder hat gefault? Wurde gefault, okay. Fault oder hat gefault, ja. Als ob das einen Unterschied macht. Da hat er jetzt gefault. Wer auch immer das war von mir. Commander. Krämer. Gegen Mendler. Krämer setzt sich durch, flankt ihn rein.
Und Volkmar versucht ein Eigentor zu machen, aber Schnitzler verhindert das. Schnitzler verhindert das. Puttkammer. Und der fängt Itter ab. Jetzt Bock auf der rechten Seite. Hat Platz. Flankt ihn rein. Den holt sich Pagliuca, der schießt. Mendler. Nein, Mendler braucht keinen Nachschuss. Es gibt Ecke. Die Ecke wird ausgeführt von Itter. Und der macht sie katastrophal. Der macht sie einfach katastrophal. So, und jetzt Beimert. Mit dem Ball zu Kremer. Kremer zurück zu Beimert. Der zu Efsef. Efsef. Und den holt sich Tillmann. Jetzt hat Mendler den Ball. Der macht zu Günther Schmidt. Der kriegt ihn noch irgendwie. Der macht zu Bock. Bock passt zu weit. Nein, nein, Itter kommt noch an den Ball. Wieder zurück zu Bock. Bock wird gelegt. Es gibt Freistoß aus sehr guter Position. Und es gibt gelbe Karte für Metten. Jetzt Tillmann. Zeig mal. Machen wir wieder ein Freistoßtor. Ja. Ja, auf Ansage. Auf Ansage. Sehr stark, auf jeden Fall. Also mehr Glück als Können. Und schon führen wir. In der 18. Minute. Perfekt. Jetzt Piosek. Rama. Ich bin echt gespannt auf die nächste Saison. Was wir für neue Spieler kriegen. Ob wir uns wirklich verstärken können. Oder dass wie im Winter wird, dass einfach keiner kommen will. Ich habe ja schon die Transfer, also das Blickfeld vollgepackt. Transferliste habe ich, glaube ich, in der letzten Folge gesagt. So, jetzt Piosek. Schnitzler. Mit dem Ball zu Schor, sehr riskanter Ball. Hätte Kremer den abgefangen, wäre durch gewesen. Mendler. Mendler. Ja, verliert den Ball gegen Ballmer. Der haut ihn jetzt raus, aber Schor holt sich den und spielt ihn jetzt aus. Einwurf Mappen. Kremer. FSF. FCF oder wie das ausgesprochen wird. Piosek. Günther Schmidt holt sich den. Tillmann. Pagliuca wieder. Günther Schmidt. Günther Schmidt packt Luca, ist im 16er, schießt und macht das 2 zu 0. Ja, nice. Packt Luca. Achtes Tor dieser Saison. Perfekt. So, Piosek jetzt. Kremer. Den holt sich Tillmann. Oder besser gesagt, fängt Tillmann ab. Mendler. Mit dem Ball zu Tillmann. Wieder zu Mendler. Der jetzt zu Shore. Shore hat ein bisschen Platz. Flankt ihn rein. Der wird abgefangen. Den holt Session Lahu wieder. Der passt zu Bock. Der ist durch. Aber schießt meterweit am Tor vorbei. Meterweit. Domschke. Domaschke oder wie der ausgesprochen wird. Mendler jetzt. Wird gelegt. Chiri. Es gibt gelbe Karte. Und gelb-rot. Okay. Wir spielen mit einem Mann mehr. Perfekt, perfekt, perfekt. So, Session Lahu. Günther Schmidt. Session Lahu. Tillmann. Mit dem Ball zu Pagliuca. Der ist durch, schießt, aber schießt daneben. 35 Minute erst. Mit Domaschke. Den holt sich Bock. Günther Schmidt jetzt. Tillmann. Mit dem Ball zu Mendler. Und der wollte sich durchsetzen. Elegant durchsetzen, aber hat den Ball ins Aus befördert. Und da kommt die Ecke von Shore, die Grätsche von Shore, aber fair, es gibt nur einen Wurf. Leugas mit dem weiten Ball zurück zu Ballmatt. Weit, kurzen Ball zurück zu Leugert, der wieder zu Leugert. FCF hat ein bisschen Platz, nutzt er. Jetzt kommt der Ball zu Dücker, der ist durch, schießt. Schnitzler hält, Volkmar klärt. Das war aber nicht sicher, Schnitzler, ne? Das war nicht sicher. Sichler. Das war nicht sicher. So, Tillmann. Und er wird gelegt. Es gibt Gelb. Die nächste Gelbe für Mappen. Jetzt Volkmar, Itter, Günther Schmidt, Bock. Und schon wieder. Bock schießt nur daneben. Was ist los, ey? Wo siehst du da ein Tor? Ich glaube, du musst von hier schießen. Dann trifft das Tor. So, Leugas. Ballmatt. Verliert den Ball am Mendler. Nein, kriegt ihn wieder. FCF. Verliert den Ball an Session Lahu. Und jetzt wieder Leugert. FCF. Session Lahu. Jetzt Günther Schmidt. Mit dem Ball zu Pagliuca. Der direkt zum Mendler. Und der verliert den Ball an Ballmatt. FCF. Günther Schmidt fängt diesen Ball ab.
Mendler. Mit dem weiten Ball, den fängt Gleugas ab. Und wir gehen mit 2 zu 0 in die Halbzeit, perfekt. Wir gehen in die Spielergespräche. Eigentlich kann man Patrick Schor eine Massage geben und dann alles so weitermachen. Halbzeitsprache, so haben wir uns das vorgestellt. Obwohl, ich habe ihn zwar massiert, aber er kriegt eine Pause. Er kriegt einfach eine Pause, Jakobs macht das Ding schon. Damit wir ihn gegen die anderen Gegner, ich habe vergessen, gegen wieder nachspielen, einsetzen kann. So, FCF. Ita und Neuer, okay, es gibt Freistoß und gelbe Karte für uns. Ich wollte gerade sagen, besser Start, aber das war Sa. Sa, jetzt kommt der Freistoß und der geht weit daneben. Ja, was heißt weit? Einen halben Meter vielleicht. Abschuss Schnitzler. Mit dem weiten Ball. Mendler. Tillmann, wieder zurück zu Mendler. Der mit einem guten Ball auf Jakobs, der hat jetzt viel Platz. Flanken rein, Tomaschke fängt ihn ab, aber dann holt sich Mendler den wieder. Mit dem Ball ist das schon Lau, der verliert den. Luca wieder, jetzt Bock, holt sich den und wird gelegt, Günter Schmidt und Itter. Itter verliert den Ball, den holt sich wieder Volkmer. Bock. Mit dem weiten Ball, Luca köpft, aber köpft am Tor vorbei. So, jetzt Günter Schmidt. Mit dem Ball zu Bock. Bock wieder zu Günter Schmidt, Session Lau. Der mit dem Fehlpass, FC fängt ihn ab, aber Session Lau holt ihn wieder, Mendler. Jakobs. Zu Mendler. Ein guter Pass. Mendler zu Pakdiuka, Pakdiuka zurück zu Session Lau. Der wieder zu Pakdiuka, aber der wäre abseits gewesen. Sah jetzt. Folgt mir. Mit dem Ball zu Günter Schmidt. Bock. Hat ein bisschen Platz. Holt sich den wieder, Tillmann ist im 16er, passt zu Pakdiuka, Pakdiuka ist durch, schießt, aber wird gehalten. Und jetzt mit dem weiten Ball. Schnitzler ist draußen, haut ihn raus, der wird abgefangen von FCF. Reiner ist im Tor, der Schlaue kriegt den Ball, aber jetzt wieder Pakdiuka. Jakobs. Mit dem Ball, okay, aber der stand im Abseits. Mal sehen, was kann ich wechseln? So, was kann ich wechseln? Bock kommt langsam ins Spiel, aber Volkmar ist kaputt, aber ich habe keinen Ersatz für Innenverteidigung. So, wer kann denn alles da spielen? Volkmar, Itter, Jakobs, Session Lau. Ja, Volkmar weiß ich ja. Itter könnte das spielen, ja okay. Dann wird Itter jetzt noch ein paar Minuten Innenverteidiger spielen. Damit ich keine gelb-rote kriege. Walmart. Mit dem Ball zur FCF und Tillmann holt sich die Nice mit dem weiten Ball ins Aus. Es wird gewechselt, Obermeier kommt für Saar. Ein Wechsel habe ich noch, aber der wird später gemacht. Und jetzt foul Tillmann. Oder? Ne, Jakobs. So, weiter geht's. Freistoß für Mappen. FCF. Gegen Mendler, setzt sich durch, gegen Jakobs. Jakobs holt sich den Ball. Jetzt mit dem Ball zu Commander. Pakliuka holt sich den Ball. Günter Schmidt. Mit dem guten Ball zu Pakliuka. Der hat jetzt viel Platz. Der hat viel Platz. Und da kommt der Ball zu Tillmann. Tillmann schießt, aber den hält der Keeper. Domaschke. Jetzt kommt die Ecke von Itta. Und die wird abgefangen. Session Lahu. Tillmann. Mit dem Ball zu Bock, aber der stand im Abseits. Glaube ich nicht mehr, dass auswärts kommt. Könnt ihr so viel singen, wie ihr wollt. Ja, ist Tangulik. Und er wird gelegt. Der wird gelegt, bitter. Leugas. Und Schnitzler. Der kam direkt in seine Ecke. Gefühlt. Das war jetzt sehr bitter. Und schon haben sie den Anschlusstreffer, obwohl sie in Unterzahl sind. Gucken wir mal, was wir noch machen können. Mikkel kommt rein für Mendler. Weiter geht's. Jakobs jetzt, Tillmann. Günter Schmidt, Volkmer. Bock. Bock zu Günter Schmidt. Günter Schmidt wieder zu Bock.
Borg verliert den Ball am Frosig, oder wieder ausgesprochen wird. Obermeier. Borg. Borg läuft in die weite eigene Hälfte. Session Lahu jetzt. Folgt mir. Mit dem Ball zu Tillmann. Tillmann jetzt wieder zu Borg. Borg verliert den Ball. Ja, wenn ich ihn jetzt kann ich ihn nicht mehr auswechseln, jetzt spielt er wieder scheiße. Tangulic. Den muss ich Session Lahu. Tillmann. Pagliuca mit dem Ball zu Günther Schmidt, aber der wird abgefangen, weil Günther Schmidt nicht richtig reingeht. Puttkammer. Und hier ist FCF. Mit dem Ball zu Düker, aber der wird abgefangen. FCF wieder, wieder den weiten Ball, aber den holt sich Jakobs jetzt. Jetzt wieder FCF, der fängt alles ab da im Mittelfeld. Und abseits. 10 Minuten noch. Haltet diese 3 Punkte. Etta. Mikkels. Wurde direkt gefoult. Okay, es gibt Freischuss. Etta mit dem weiten Ball. Der wird abgefangen, aber Jakobs holt sich den. Jakobs jetzt mit dem Ball. Mikkels ist da. Passt. Tillmann. Und schießt daneben. Und es gibt Abschluss. 8 Minuten noch. Oh, meine Nase juckt. Wenn das Spiel vorbei ist, muss ich jetzt meine Nase putzen. Ey. Die juckt gerade wie Sau. Ich habe keinen Bock, das nachher rauszuschneiden. Während des Spiels, da muss ich immer so gucken. Matiuka. Mikkels. Derzeit, Session Lahu, wieder zurück zu Mikkels. Der passt zurück zu Itta. Itta wieder zu Mikkels. Ja, das müsst, jetzt läuft er. Nein, ja doch, er läuft und wird gefoult. Und es gibt Gelb. Gegen Ballmeier. 3 Minuten noch. Freistoß, Itta. Mikkels ist da frei und wird der wurde ihm fair abgenommen. Jetzt Itta wieder. Itta verliert den Ball gegen Eggerer. Ballmert jetzt. Den holt sich Itta wieder. Packt Juka zu Tillmann. Und packt Juka schon in Abseits. Nicht schnell genug gespielt. Tillmann fängt ihn ab. Packt Juka. Mit dem Ball zu Mikkels. Der mit dem Fehlpass und der Gegner ist wieder mal besetzt. Ballmert. Leugas. Eggerer. Volkmar fängt ihn ab. Eggerer wieder, Session Lahu, Mikkels. Pfeife ab, Schiri. Tillmann. Mikkels. Und er pfeift ab, wir gewinnen auch gegen Meppen. Sehr, sehr gut. Aber München 2 hat schon wieder gewonnen. Sehe ich gerade. So, da wären wir wieder. Wir gewinnen 2-1 gegen Jena. Gegen Meppen. Gegen Jena. Ja, genau. Wir als Jena gewinnen gegen Jena. Das können wir nur, wenn wir gegen unsere Jugend spielen. Wir gehen in die Ergebnisse. Kaiserslautern gewinnt zu Hause gegen Zwickau, klar. Würzburger Kickers teilt sich die Punkte mit Eintracht Braunschweig. Uerdingen gewinnt zu Hause gegen Münster. Rostock teilt sich die Punkte mit Ingolstadt. Viktoria Köln gewinnt zu Hause gegen Sonnenhof Großachbach. Hallischer FC teilt sich die Punkte mit Unterhaching. Chemnitzer FC gibt sich der zweiten aus München geschlagen. 1860 München gewinnt zu Hause gegen Magdeburg. Wir gewinnen zu Hause gegen Meppen und Duisburg zeigt, wer der Herr im Haus ist. Aber richtig, gegen Waldhof Mannheim. Wir gehen in die Spieltagsstatistik. Und Schnitzel hat sogar eine 1 gekriegt, trotz diesem Gegentor. Erstes Mal spielen und direkt in die 11 des Tages. So, ist noch einer. Ja, Bock hat sogar eine 1 gekriegt, obwohl der mir überhaupt nicht gefallen hat. Ja, und sonst? Perfekt. Perfekt. Ich lasse Schnitzel nur ab und zu mal spielen. Weil ich wollte eigentlich Kasten aufziehen, weil Kasten ja eigentlich, so wie es aussieht, statt jetzt eine Talentaufwertung kriegt. Aber Schnitzler kriegt ab und zu mal seine Spielpraxis, auch wenn er jetzt eine gute Form hat. Carsten kommt wieder rein fürs nächste Spiel. Und Shore, ja, Shore ist Shore. Volkmann kommt wieder auf die Bank. So, perfekt. Und dann gucken wir erstmal, ne? Wir gucken das. Wir gehen mal in die Woche und wenn irgendwas Spannendes passiert, sehen wir uns. Sonst sehen wir uns erst beim nächsten Spiel. So, wir haben zwar kein Spiel, aber ich wollte euch gute Nachrichten geben. Marian Saar hat seinen Vertrag um 5 Jahre verlängert, genauso wie Patrick Schor und Session Lahu. Ich habe allen einen 5-Jahres-Vertrag angeboten, nur um sicher zu gehen, weil die beiden werden auf jeden Fall spielen und Saar, wenn er gut in Form ist, wird er, denke ich, auch spielen. Stand jetzt, weil ich ja nicht wirklich die großen Alternativen habe. Und Dominik Bock hat sich verletzt. Ja, dann kann Stanese wieder spielen und Session Lahu geht über rechts.
Wir haben auch Glück, was die Verletzung angeht, wie wenn man das so sieht. Wenn man sich das so angeguckt, wir haben echt Glück, was die Verletzung angeht. So, wir sehen uns dann beim Spiel. Bevor es jetzt weitergeht mit der Teambesprechung und dem Spiel, eine Frage. Was meint ihr? Soll ich Timo Gebhardt holen fürs offensive Mittelfeld und neben ihn dann Tillmann hochziehen, geschweige denn einen neuen, wenn ich die finanziellen Mittel habe? Weil er wäre sehr, sehr billig. Er hat seinen Vertrag jetzt verlängert, ne? Verdammt. Normalerweise hätte ich ihn ablösefrei kriegen können. Aber ich kann ihn immer noch kriegen. Er wäre sehr billig auf jeden Fall und hatte kein hohes Gehalt. Ich mache Ihnen jetzt ein Angebot und ich sehe ja sowieso, was ihr schreibt. Wenn ihr was schreibt. Sonst, ich mache Ihnen jetzt erstmal ein Angebot. Dann gehen wir in die Team-Dynamik. Oh. Schluck auf einmal habe ich Schluck auf. So, und dann, ja, wir reden mit den Spielern. Stalese, im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Versprich sie voll reinzuhängen. Du hast gut trainiert. Jakob, du hast gut trainiert. Gabriel, du bist suspendiert. Nein. Mikkels hat gut trainiert. Jakobs, mit denen habe ich schon geredet. Skanderovic, Hamann, Kuiper, Obermeier, gib im Training alles. Dietz, ich möchte gerne höhere Ziele von dir. Ja, das möchte ich wirklich. Lino Carsten, du hast perfekt trainiert, ich schwöre. Mikkels, Mendler hat gut trainiert. Bagliuca, gib im Training alles. Volkmer, du hast auch gut trainiert. So, wir gehen jetzt nochmal rein in die Nachrichten und starten das Spiel. 3 in das Spiel. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. So, und damit werden wir ein Spiel gegen den ersten FC Magdeburg. Das letzte Spiel für die heutige Folge. Und es geht direkt los. Bertram mit dem Ball zu Beck. Beck zu Möschel und der wird abgefangen. Zulu mit einem super Einsatz. Candal. Den holt sich Günther Schmidt. Der mit dem guten Ball zu Sergio Lahoud. Der hat ein bisschen Platz und da ist der Gegner schon. Und jetzt passt er zurück und verliert den Ball. Jetzt Beck wieder und den holt sich Chanese. Pagliuca, Mendler. Mendler immer noch am Ball. Jetzt mit dem Ball, aber der wird abgefangen. Candal. Mit dem weiten Ball. Den holt sich Schor und der bringt ihn ins Aus. Einwurf für Magdeburg. So, Bertram. Schor holt sich den. Pagliuca. Günther Schmidt verliert den Ball. Jetzt wieder Beck. Mit dem Ball zu Möschel. Zu Kvesic. Kvesic schießt, aber am Tor vorbei. So. Kasten. Sa. Stanese. Mit dem eigentlich guten Ball, aber Bruns fängt den Ball ab. Und jetzt Shaw wieder. Stanese. Ich hoffe, dass er so ausgesprochen wird, ne? Sonst blamier ich mich hier gerade jedes Mal komplett. Jetzt Belbel. Oh ja, Belbel. Der Spieler Belbel. Leon Belbel. Oh, wenn du nur besser wärst, ich würde dich sofort verpflichten, nur wegen dem Namen. Ich bin so ein Typ. Ich habe auch da einmal eine Karriere mit Bologna gemacht. Und dann habe ich einen Spieler gekauft. Ne, ja, mit Bologna, dann habe ich einen Spieler gekauft, der hieß Langnese. Lasagna hieß der. Konnte ich nichts für. Konnte ich einfach nichts für. Musste einfach so sein, weil das hat so gepasst. War sogar Stürmer und ist sogar gut gewesen. So, Kasten. Er ist der Ball, Saar, mit dem Ball zum Mendler. Der läuft, hat Platz, passt dann, aber der wird abgefangen, der Pass. Jetzt Back im Ball. Der mit dem guten Ball zu Kostli, der hat jetzt viel Platz. Der flankt ihn rein, aber niemand, kein Abnehmer. Sergio Lahoud, Itta, Günther Schmidt, Tillmann, mit dem weiten Ball, aber Pagliuca steht im Abseits. Kann man nichts machen. Gerson. Beck. Dieser Beck ist eine Anspielstation überhaupt, ne? Ah, 64, 31 Jahre. Ne. Bertram Stanese mit dem Fuß dazwischen. Ja, ist Tillmann. Günther Schmidt. Sergio Lahoud. Mit dem Ball zurück zu Itta.
Itavi, das ist ja schlau, der ist jetzt gut durch. Der hat jetzt Platz, kann reinflanken, aber er wird gelegt. Aber fair gelegt, jetzt Kvesic. Möschel. Itta. Itta und Sashinalo im Team holen sich den Ball. Jetzt Giasula. Kvesic mit dem Ball zu Berg und der macht das 1:0. Sehr schöner Angriff. Sehr schön vorgetragen. Keine Chance. Für Kasten im Tor. Rosulu. Tillmann. Günther Schmidt. Sashinalo und der wird gelegt. Chiri. Bei mir gibt es jedes Mal von hinten gibt's rote Karte, ne? Und der macht von hinten rein immer gelb, ja. Das ist parteiische Scheiße. Stanese verliert den Ball. Möschel mit dem weiten Ball, aber Saar ist da. Saar klärt zum Gegner. Saar klärt zum Gegner. Jetzt Kvesic und Abseits. Gut, habe ich Glück gehabt. Da habe ich Glück gehabt. Jetzt Pagliuca. Mit dem zu weiten Ball für Mendler. Ja. Der war zu hart geschossen. Der ist costly. Und Schor fängt den natürlich ab. Ja, und Mendler schon im Abseits. Komm, komm schon, Jungs. Vor der Halbzeit noch ausgleichen. Das wäre perfekt. Gerson. Bomheuer. Pagliuca fängt den Ball ab. Mit dem Ball zu Sashinalo. Bell ist natürlich schneller dran. Und haut den Ball ins Aus. Einwurf für uns. Stanese. Pass zurück zu Itta. Itta mit dem weiten Ball auf Sashinalo, aber zu weit. Viel zu weit. Brunst. Beck holt sich den Ball mit dem guten Ball zu Costly, aber zu weit. Costly ist nicht schnell genug gewesen. Jetzt Einwurf. Stanese. Mendler. Tillmann. Zurück zu Mendler. Der wieder zu Tillmann. Der zu Stanese. Der mit dem Ball zu Mendler, aber der war ungenau. Chambal hat den, Bertram, Stanese holt sich den aber wieder. So, Pagliuca. Costly. Chambal. Wieder Costly, mit viel Platz jetzt. Shaw ist da, aber er passt zurück zu Chambal. Chambal wieder zu Costly, natürlich ist die ganze Abwehr aufgerückt. Quesisch, Tillmann. Tillmann, du stehst mitten im Weg von diesem Ball und du gehst zur Seite, lässt ihn vorbeilaufen. Läuft bei dir hart. Kvesic. Stanese, Kvesic wieder. Back. Back ist durch, schießt und Kasten hat den. Bertram jetzt. Und er legt ihn im 16er. Er legt ihn im 16er. Jetzt gibt es 11 Meter auch noch. Mendler, gelbe Karte. Kasten, komm, komm, Kasten. Okay, aber nach Schuss geht rein. Es kann halt nicht so perfekt laufen, dass wir alles gewinnen, ne? Da kassieren wir noch das Tor vor der Halbzeit zum 2:0. Günther Schmidt, Sashinalo. Nicht zurücklaufen, wir müssen angreifen. Und dann machst du so einen Fehlpass. Komm, Kvesic, Stanese. Und wir gehen mit 0:2 in die Halbzeit. Mendler wird direkt ausgewechselt mit seiner 4,5. Pagliuca, Skenderovic kommt rein. Dann, Assistent macht diese Ansprachen und macht es so, wie wir im Training einstudiert haben. Am liebsten würde ich euch anschreien, würde ich euch am liebsten. Alle. Stanese jetzt, mit dem direkt mit dem Fehlpass, aber Sashinalo holt sich den. Günther Schmidt. Tillmann. Mit dem Ball zu Sashinalo. Der mit dem Ball zu Itta. Itta flankt ihn rein, aber Bruns fängt ihn ab. Weil meine Flanken immer zu nah vor das Tor kommen. Jetzt Beck, Möschel und Saar hat ihn. Saar mit dem weiten Ball, aber den fängt Giasula ab. Aber der haut ihn zu weit und es gibt einen weiten Abschluss. Kasten. Skenderovic. Mit dem Ball zu Bertram. Meine Fresse, was ist da jetzt los? Konzentriert euch doch mal. Konzentriert doch mal. Kvesic. Möschel. Hat viel Platz, wird nicht richtig attackiert. Zulu geht nicht drauf, jetzt geht Zulu drauf. Und jetzt kommt der Ball, Beck hat ihn, schießt, macht das 3:0. Wir kriegen hier die Klatsche. Die Klatsche der Saison. Günther Schmidt. Sashinalo. Sashinalo wieder. Läuft zurück in die eigene Hälfte.
Und dann kommt der Ball zu Günther Schmidt. Günther Schmidt zu Tillmann. Tillmann mit dem weiten Ball, aber viel zu weit. Die sind alle nicht konzentriert. Das ist bitter. Kostli. Jasula. Bertram. Kvesic. Beck. Und er schießt, aber Kasten hält. Und jetzt Saar mit dem weiten Ball zu Mikkels. Der zu Tillmann. Tillmann wieder zu Mikkels. Und da war wieder abgefangen. Jetzt hat Stanesi. Verliert ihn aber direkt. Aber Tillmann holt sich ihn wieder. Skenderovic verliert ihn. Und Schander jetzt. Gerson. Tillmann holt sich den wieder. Pass zu Günther Schmidt. Der Pass zu Skenderovic, der schießt und der Ball wird gehalten. Und noch nicht mal Ecke gibt es. Aber Günther Schmidt wieder mit dem leichten Kopf voll aufgerunzt. Kriegen wir noch die Hoffnung? Ich denke nicht. Bis jetzt glaube ich das nicht. So wie die spielen, Beck. Mit dem Ball zu Möschel. Itter geht hin, aber er passt zu Kvesic. Kvesic ist jetzt zu Beck, aber der wird abgefangen. Bell, Bell wieder am Ball. Möschel. Kvesic. Wieder zu Möschel. Sie lassen uns laufen. Wieder Kvesic. Wieder Möschel. Was ist das für ein Hin- und Herspiel? Wieder Kvesic. Ja, der läuft. Passt zu Bertram. Bertram zu Kostli. Der gegen Mikkels. Aber der lässt ihn einfach passen. Beinahe das Eigentor, aber Stanese verhindert das noch. Günther Schmidt. Sergio Lahu. Tillmann. Mit dem Ball verliert ihn und bringt ihn zu Skenderovic. Der macht ihn. Nein, der schließt nicht direkt ab. Günther Schmidt jetzt. Komm schon, Schmidt. Verliert ihn. Sergio Lahu ist am Ball. Der passt zu Günther Schmidt. Der schießt aber am Tor vorbei. Warum schießen die alle am Tor vorbei? Könnt ihr nicht mal treffen. Ach, meine Güte. Kann ich noch wechseln? Stanese ist durch. Die sind alle durch. Obermeier kommt für... Ja, die sind alle durch, ich kann nichts machen. Jakobs kommt für Shaw, fertig. Der in 61 ist. Harand. Skenderovic. Pass zurück zu Mikkels. Mikkels setzt sich durch. Passt einen sehr schlechten Ball und er wird abgefangen. Jetzt. Jasula wieder. Bertram. Harand. Und Sergio Lahu fängt ihn ab. Pass zu Günther Schmidt. Der mit dem Ball zu Jasula. Es ist klar, dass wir hier keine Punkte holen. Kvesic. Aber wenigstens noch ein Ehrentreffer. Möschel. Saar köpft ihn raus. Kvesic holt sich den direkt wieder. Bringt den Ball zu Möschel. Der wieder zu Kvesic. Kvesic, aber Stanese ist da. Günther Schmidt, Schor. Weiter Ball zu Jasula. Nein, Skenderovic kriegt ihn. Jetzt Itter. Etta mit dem Ball zu Günther Schmidt, aber nein, zu Tillmann. Tillmann zu Skenderovic. Skenderovic, was war das? Ein geschenkter Abschluss, okay. Kann man so machen. Die haben 50% ihrer Chancen reingemacht. Bruns jetzt, weiter Ball. Ja, jetzt Günther Schmidt. Läuft und passt zu Jasula. Der hat Zeit der Welt und passt zu Jasula. Ich glaube, es hakt. Stanese holt sich den Ball. Oh, das ist Freistoß, Chiri. Ehrlich, und gelb auch noch, ich glaube es. Ich glaube auch, ey. Guck dir das an, wo war das ein Foul? Wo war der? Der ist in mich reingelaufen. Der ist in mich reingelaufen, Chiri. Puh, Schande über dich und deine Familie. Meine Fresse. Kostli, Atanga jetzt. Ja, Jakobs geht nicht rein, er kann flanken, aber Kasten haut ihn raus. Günther Schmidt jetzt mit dem Ball zu Skenderovic. Jetzt werden wir gefault, ja, ist sowieso nichts. Bei mir gibt es direkt gelb. So, Saar mit dem weiten Ball. So, Skenderovic. Skenderovic holt sich den, aber der verliert ihn direkt wieder. Gerson zu Möschel. Möschel zurück zu Jakobsen. Jakobsen zu Baumheuer. Und der zu Kvesic. Ganz gemütlich, ganz geschillt. Möschel jetzt ganz gemütlich zu Harand. Die können machen, was sie wollen. Jeder Pass kommt an. Kostli. Harand. Läuft, wird nicht attackiert, aber der passt zu Tillmann. Günther Schmidt zu Sergio Lahu. Sergio Lahu jetzt mit dem Ball zu Jasula. Möschel, Kvesic. Wieder Möschel. Hat Platz, läuft und läuft und läuft, wird nicht attackiert. Itter kommt nicht, ist sein Mann, aber er kommt nicht. Jasula, Kvesic. Jakobsen mit dem Ball zu Möschel. Itter kommt wieder nicht.
Mösche kann passen, aber er macht einen Fehlpass. Und das Spiel ist aus, wir verlieren 3:0 gegen Magdeburg in Magdeburg. Wir gehen in die Ergebnisse. Warte, erstmal auf ich ein Team. Glinu Kastner, Spieler des Spiels mit 0:3, sonst hätten wir höher verloren. Wir gehen in die Ergebnisse. München 1860, München teilt sich die Punkte mit Chemnitz. Braunschweig teilt sich die Punkte mit Uerdingen. Zwickau gewinnt zu Hause gegen Würzburger Kickers. Waldhof Mannheim verliert zu Hause gegen Kaiserslautern. Meppen teilt sich die Punkte mit Duisburg. Wir verlieren klar zu Hause gegen Magdeburg, auswärts in Magdeburg. Unterhaching gewinnt zu Hause gegen die 2 aus München. Sonnenhof Großaufbach gewinnt zu Hause gegen Hallescher FC. Ingolstadt teilt sich die Punkte mit Köln. Und Münster verliert zu Hause gegen Hansa Rostock. Ja, die glücklichen Sieger. Duisburg hat einen Punkt. Ist jetzt näher dran, 8 Punkte Abstand nur noch. Sonnenhof Großaufbach hatte 3 Punkte geholt. Ist jetzt nur noch 8 Punkte hinterher. Und Uerdingen hat auch nur, es hat noch 8 Punkte hinter uns. Kaiserslautern ist 10 Punkte hinter uns. Ja, okay, wir haben noch einen guten Abstand, aber die 2 aus München hat auch verloren. Wir hätten so an die vorbeiziehen können. Aber egal, wir gehen in die Spieltagsstatistik. Gucken wir mal rein. Und von uns ist natürlich niemand drin. Noch nicht mal von unseren Gegnern ist einer drin. Brinkies ist der Torwart des Spiels. Spieltages. Ja, komm. Ich gehe mal auf 50.000. So, das war's auch für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, sagt mir Bescheid wegen Gebhardt, ob ich den verpflichten soll oder nicht. Ansonsten, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.